Hallo Leute und willkommen hier bei Oldschool Hunter. Heute habe ich ein Update zu meinen Halloween-Projekten für euch, die ich dieses Jahr bei mir aufbauen werde. Und damit startet auch gleichzeitig eine Videoreihe, denn ich möchte euch ein Stück weit bei den Vorbereitungen für Halloween 2021 hier bei mir mitnehmen. Und damit schauen wir uns auch schon das erste Projekt an, an dem ich aktuell arbeite. Neu bei mir in den Aufbauten dieses Jahr wird der Geisterflug sein. Die Geister fliegen dann quer über den Hof, über die Köpfe der Leute hinweg. Und der Geisterflug hat am Ende eine Länge von 47 Metern, ist an drei Stellen befestigt und zwei dieser Punkte werden normale Holzbalken sein. Da weiß ich auch schon, wo ich die herbekomme, denn die Holzbalken sollen natürlich alt aussehen, damit es auch zu Halloween passt. Der dritte Befestigungspunkt ist auch der, an dem der Motor befestigt ist. Der wird etwas anders, denn der soll in die Halloween-Deko integriert werden. Und da habe ich mir etwas Besonderes einfallen lassen und hatte die Idee, einen Gittermasten zu bauen, wie man das auch von den Strommasten her kennt, zumindest ein Teil eines Gittermasten. Und da ein Mast aus Metall an dieser Stelle viel zu schwer und totaler Overkill für Halloween wäre, habe ich bei mir Dachlatten genommen, um einen solchen Masten zu bauen. Teile des Gittermasten seht ihr hier hinter mir liegen. Der Gittermast besteht insgesamt aus vier Seitenteilen, ist zerlegbar, damit ich den nach Halloween einfacher verstauen kann. Und da zeige ich euch einfach mal, wie die vier Seitenteile zusammengebaut sind. Links und rechts ist jeweils eine Latte, die über die gesamte Länge von unten nach oben durchgeht. Als Beginn haben wir unten eine Querlatte und dann haben wir vier von den Streben im Zickzack von unten nach oben und oben ist als Abschluss nochmal eine Querlatte angebracht. Die Latten untereinander sind mit Holzschrauben verschraubt, auch nicht geklebt, sondern wirklich einfach nur verschraubt. Also alles in allem eine wirklich sehr einfache Konstruktion. Und Halloween werden die vier Seitenteile einfach miteinander verschraubt und damit ist der Mast dann auch schon einsatzbereit. Die schwarze, braune und gelbe Farbe, die ihr hier auf dem Holz seht, das ist schon die Vorbereitung für das Rost, finde ich. Denn das Ganze soll natürlich am Ende aussehen wie ein alter, verrosteter Metallmast mit abgeplatzter Farbe und nicht wie gewöhnliches Holz. Aber das kommt dann im nächsten Update, denn zunächst zeige ich euch, was alles bis zu diesem Stand hier im Projekt abgelaufen ist.
Und da ist es passiert. Dreimal gemessen und trotzdem stimmt es nicht. Aber kein Problem, in die Lücke werde ich ein Stück Holz einpassen, um das Ganze zu schließen, damit fällt das auch nicht mehr auf. Am Ende sieht man das vielleicht sowieso nicht, denn es ist auf der Innenseite des Masten und Halloween ist es dann sowieso dunkel und so nah kommt man an den Masten nicht ran. Deswegen denke ich mal, fällt das am Ende sowieso nicht auf. Und schon sind wir wieder hier. Ich werde den Masten jetzt einmal zusammenbauen und aufstellen, um euch mal einen Eindruck zu geben, wie das Ganze am Ende wirkt. Der Mast ist aufgebaut und steht an Ort und Stelle. Die Höhe des Masten beträgt 2,90 Meter, was zunächst viel klingt, aber ich habe 70 cm für die Geister eingerechnet und wenn wir das voneinander abziehen, sind wir schon bei 2,20 Meter, was relativ nah über den Köpfen der Leute ist und ich möchte nicht, dass die Geister die Leute treffen. Im Grunde fehlt jetzt noch das Rostfinish, damit das Ganze aussieht wie ein alter, verrosteter Metallmast. Und natürlich fehlt noch der Antrieb, damit die Geister zum Schluss auch fliegen. Aber das alles kommt im nächsten Update. Ich kann mir auf jeden Fall richtig gut vorstellen, wie das Ganze an Halloween zusammen mit der Dekoration aussehen wird. Und damit sind wir am Ende des Updates angelangt. Ich hoffe, der Auftakt hier in die Videoreihe hat euch gefallen. Und wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Fragen zum Projekt selbst habt,
schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Und da dies eine Videoreihe wird, vergesst nicht auf Abonnieren zu klicken, damit ihr die Updates hier auf meinem Kanal nicht verpasst. Ich sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.